Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Michaela Rödel. Ich bin Sozialpädagogin und psychologische Beraterin und ich arbeite als Coach für hochsensible Menschen in Altdorf bei Nürnberg und auch online. Ich habe jetzt gerade noch so ein bisschen das Lied von Sting im Ohr. Vielleicht kennt es der eine oder andere, ist schon was älter. I'm an Englishman in New York. Und in diesem Lied, da geht es darum, dass eben ein Engländer nach New York kommt, nach Amerika und sich da total fremd fühlt. Also so, ich mag Tee und dort trinken alle Kaffee zum Beispiel und ich spreche anders. Ich mag andere Sachen gerne essen als die Menschen dort und ich fühle mich wie ein Alien. Und das hat mich so erinnert an uns Hochsensible, weil ich das Gefühl von mir selber sehr gut kenne. Ich habe mich früher sehr oft wie von einem anderen Stern gefühlt. Fremd, falsch, anders, nicht in diese Welt gehörig, sondern eben von einem anderen Stern, von einem anderen Planeten, aus einer anderen Welt. Und ich weiß, dass das sehr vielen hochsensiblen Menschen so geht. Und ich höre das auch in meiner Arbeit immer wieder von Klienten, dass sie sich wie von einem anderen Stern fühlen. Und ich finde, dieses Lied von Sting, das drückt es ganz schön aus. Also ich bin eigentlich anders. Ich habe andere Vorlieben, ich habe andere Werte. Und jetzt bin ich in einer Welt, die so ganz anders ist. Und ich komme damit irgendwie gar nicht zurecht. Und ich fühle mich wie ein Alien. Oder auch Rilke, Rainer Maria Rilke, der Dichter, den ich sehr gerne mag, der hat auch geschrieben, keine Heimat haben in der Zeit. Also so heimatlos zu sein, nicht wirklich dazugehören, ja, auch irgendwie so abseits zu stehen, eben von einem anderen Stern zu kommen. Und ich habe auch noch was Wunderbares von Hermann Hesse aus dem Steppenwolf, was ich euch gerne vorlesen möchte. Du bist für diese einfache, bequeme, mit so wenigem zufriedene Welt von heute viel zu anspruchsvoll und hungrig. Sie speit dich aus. Du hast für sie eine Dimension zu viel. Wer heute leben und seines Lebens froh werden will, der darf kein Mensch sein wie du und ich. Wer statt Gedudel Musik, statt Vergnügen Freude, statt Geld Seele, statt Betrieb echte Arbeit, statt Spielerei echte Leidenschaft verlangt, für den ist diese hübsche Welt hier keine Heimat. Ich kann da fast nichts mehr hinzufügen, möchte das aber trotzdem noch kurz ein bisschen aufdröseln, woran das so liegen kann. Und zwar ist es ja einfach so, dass wir hochsensiblen Menschen anders gestrickt sind als andere Menschen. Also wir nehmen anders wahr, wir verarbeiten die Reize anders, wir denken anders, wir fühlen anders als die anderen Menschen. Und ja, da entsteht natürlich schon mal so ein Anderssein oder so eine Diskrepanz, dass wir einfach mit anderen Augen durch die Welt gehen, mit anderen Ohren, mit anderem Herzen sozusagen als die anderen Menschen. Und dann ist es auch noch so, dass wir hochsensiblen Menschen einfach auch so grundsätzlich andere Werte eher haben, als die Werte, die gerade in der Gesellschaft so hochgehalten werden. Also in unserer Gesellschaft, in unserer Welt geht es ja viel um höher, schneller, weiter, streng dich an. Viel ist so vom Kopf gesteuert, ne? Das Denken, vieles muss logisch sein und die Informatik und Prozesse und all solche Dinge, die man steuern kann, die man planen kann, die man machen kann. Und überall werden Ressourcen irgendwie versucht einzusparen. Also immer mehr Menschen kommen aus der Arbeit raus und immer mehr Maschinen werden eingesetzt und so. Und das ist ja eigentlich eine Welt, in der wir Hochsensiblen so ganz und gar quer stehen. Also wir Hochsensiblen, wir sehnen uns nach Harmonie, nach Gerechtigkeit. Wir haben Werte wie Weltfrieden. Wir wollen, dass es allen gut geht, dass sich alle wohlfühlen, dass alle sich verstehen. Wir wollen Milde herrschen lassen. Freundlichkeit, Gerechtigkeit, das Gute und das Schöne und Gewaltlosigkeit. Wir wollen uns für Naturschutz einsetzen, für all solche Dinge, die im Moment, sagen wir mal, in unserer Welt eher hinten anstehen. Und wenn diese
ich sag mal, zwei groben Wertigkeiten so aufeinander prallen, also so unsere Gesellschaft und unser Herz, dann passt es oft einfach überhaupt nicht so zusammen. Und ja, das ist echt auch eine schwierige Zeit für uns gerade. Und wir sind auch so viel mit den Sinnen unterwegs. Wir sehen so viel, wir hören und riechen, fühlen intensiv. Und unsere Welt ist einfach gerade so schnelllebig und so technisch geworden und so weg von den Sinnen, viel mehr vom Gehirn, vom Denken. Ja, natürlich auch vom visuellen Wahrnehmen, ne? Smartphone, Werbung, all diese Dinge, aber weniger so vom wirklichen Fühlen und vom Erleben, sondern es ist alles so virtuell und technisch irgendwie geworden. Und das sind alles so Punkte, die für uns Hochsensiblen eher schwierig sind oder ja, wo wir einfach anders gestrickt sind und andere Werte haben und wo wir uns auch was anderes wünschen würden. Also ein friedliches Miteinander, ein langsameres Miteinander, ein Annehmen voneinander und auch ein tiefes Verstehen, ein tiefes Fühlen, ein tiefes Akzeptieren voneinander. Das sind so Dinge, die hochsensiblen Menschen sehr wichtig sind. Und vielleicht hast du jetzt schon so einen Impuls bekommen, wie es sein kann, dass du dich so anders fühlst, wie von einem anderen Stern, weil ja hier auf dieser Erde sozusagen auch andere Gesetze oder andere Regeln gelten, als wir Hochsensiblen vielleicht gerne hätten. Und jetzt ist die Frage, was machen wir? Also dieses Leid ist da und wie gesagt, ich kenne das sehr gut von mir und ich hatte auch oft das Gefühl, daran zu zerbrechen, dass ich so anders bin und irgendwie nicht in die Welt passe. Aber es hat sich mittlerweile sehr geändert und ein erster Schritt ist, wie immer, sich selbst gut zu verstehen, sich auf die Suche zu machen und zu wissen, wie ticke ich eigentlich, was gefällt mir, wie bin ich, was sind meine Werte. Denn dann kann ich das auch besser einordnen und verstehen, wie bin ich, wie ist die Welt. Und dann kann ich auch bewusster da interagieren und umgehen. Und dann kann ich das auch kommunizieren. Und ich kann mir auch meine Welt so oder mein Leben so einrichten, dass es gut für mich passt. Also wenn ich jetzt ein hochsensibler Mensch bin, dem Weltfrieden und ein gutes Miteinander wichtig ist, dann ist es vielleicht nicht so gut, als Metzgermeister zu arbeiten oder so, ne? Jetzt mal ganz krass gesagt. Also, dass wir einfach schauen, was uns entspricht, was wir gut können, wo wir gut reinpassen. Aber nicht nur in der Komfortzone, sondern auch, wo können wir auch einen konstruktiven, einen positiven Gegenpol bilden für diese ja, schnelle, harte, kalte Welt, also wie es auch oft zugeht. Dazu sei noch gesagt, ich will jetzt nicht sagen, dass alle normalsensiblen Menschen böse Menschen sind und alle hochsensiblen Menschen gute Menschen sind oder so. Das soll jetzt erstmal keine Wertung sein, sondern das soll einfach zum Verstehen da sein, dass da unterschiedliche Werte, unterschiedliche Herzenswünsche einfach da sind und dass es deswegen eine Diskrepanz gibt. Genau. Und dass wir hochsensiblen Menschen, glaube ich, auch, naja, einen Auftrag haben oder eine Aufgabe haben, wie gesagt, so einen Gegenpol zu bilden. Also, ja, soweit es in unserer Macht steht, die Welt ein bisschen runterzufahren, ein bisschen mehr Liebe, mehr Frieden, mehr Verständnis, mehr Mitgefühl zu sehen. Und das muss auch gar nicht im Großen sein, du musst kein Politiker sein, sondern das geht auch im Kleinen. Also dein Umfeld sieht das ja, wie du mit bestimmten Dingen umgehst, ne? Wenn du jetzt an der Kasse warten musst zum Beispiel, regst du dich mega auf oder sagst du, okay, ich entspanne mich und ich bin trotzdem freundlich zu der Verkäuferin oder wie auch immer. Also diese Dinge wirken ja auch und damit können wir auch was verändern oder beziehungsweise im Gegenpol einfach bilden zu diesem schneller, höher, weiter. Und genau diese zwei Dinge, also sich selbst verstehen und ja, die eigenen Werte oder das, was wir wirklich sind, auch leben, das halte ich so für die zwei wichtigsten Punkte in diesem Zusammenhang. Und
Ja, weil auch wenn wir Aliens sind, wenn wir tatsächlich welche sind, dann können wir auch die Welt bereichern. Auch wenn es schwierig ist, weil wir uns oft anders fühlen oder anecken auch mit unseren Werten, mit unseren Vorstellungen und uns unverstanden fühlen. So sind wir zum einen nicht alleine, weil es gibt sehr, sehr viele hochsensible Menschen, 15 bis 20%, die ähnlich ticken wie wir, die ähnliche Werte haben wie wir. Und da gibt es auch immer wieder ein paar Leute dabei, mit denen du dich wirklich gut verstehst und mit denen du so auf einer Wellenlänge bist. Und das ist dann ein ganz, ganz besonderes Geschenk. Und zu wissen, ja, du bist nicht alleine, es gibt noch mehr Aliens. Und wir Aliens, wir können auch für die Welt was Gutes bringen. Also wir haben genau unsere Gaben und unsere skurrilen, merkwürdigen, komischen Ideen oder Blickwinkel, die andere vielleicht nicht so nachvollziehen können, aber wir können dadurch auch die Welt bereichern, weil wir einfach anders sind und weil wir Dinge sehen, hören, riechen, schmecken, denken, fühlen, die andere vielleicht nicht fühlen, sehen, riechen, schmecken oder eben nicht in dieser Intensität. Ja. Sei ein Alien und sei dir oder werde dir deiner einfach bewusst, wie du tickst und wie du damit auch die Welt bereichern kannst. Wenn du damit Schwierigkeiten hast oder wenn es dir total schwer fällt, wenn du eben gar nicht gut damit zurechtkommst, mit diesem Alien-Sein in dieser Welt, dann kannst du dich gerne bei mir melden. Ich unterstütze dich auch gerne in einem Coaching. Du kannst einfach auf meine Website schauen und mich gerne kontaktieren. Ich habe auch ein kostenloses E-Book zum Download über Stärken von hochsensiblen Menschen. Schau da auch gerne auf meiner Website vorbei. Unten im Subtext findest du meine Kontaktdaten und meine Seite. Und wie gesagt, ich unterstütze dich gerne und begleite dich gerne auf deinem hochsensiblen Weg mit dem Anderssein, mit dem Andersfühlen, Andersdenken. Ja, melde dich gerne. Ich bin gerne für dich da. Mach's gut.